Hallo, ich bin Oliver und ich möchte ganz kurz in diesem Video laut darüber nachdenken, ob Software automatisch besser für OER wird, nur weil der Quelltext verfügbar ist. So, dafür muss man vielleicht erstmal wissen, was ist denn Software-Quelltext? Also das könnt ihr als Kochrezept vorstellen, das wird von ProgrammiererInnen geschrieben und ein Computer arbeitet das dann nachher ab. Und das ist letztlich am Ende das Programm, das irgendwas tut, was ihr möchtet. Und häufig ist es so, dass man in den Quelltext, in dieses Rezept, nicht reinschauen darf, weil Zutaten geheim sind. Und es gibt auch Software, da darf man das. Das heißt, man sieht das Rezept, den Quelltext, und dann bringt das ein paar schöne Eigenschaften mit sich. Das ist zum Beispiel die Zugänglichkeit. Das heißt, das ist sehr einfach. Ich kann mir das irgendwo runterladen, es kostet nichts. Ich installiere es und ich lasse es laufen. Ich grenze also sehr wenig Personen aus. Ist anders, wenn ich dafür Geld zahlen muss für die Software. Dann ist das sehr transparent, denn ich kann mir den Quelltext ja angucken und finde vielleicht Fehler oder ich sehe, dass Daten irgendwo hingefunkt werden, was ich nicht möchte. Dann habe ich die Möglichkeit, die Software selber zu betreiben auf meinen eigenen Geräten, auf meinem eigenen Rechner, auf meinem Server oder zumindest in meinem Hoheitsgebiet und muss das nicht irgendwo in der Cloud geschehen lassen, wo ich vielleicht nicht weiß, welche Gesetze da gelten. Ist für mich jetzt per se gar nicht so schlimm, aber viele achten darauf, von daher erwähne ich das. Dann darf ich den Quelltext in der Regel verändern. Das heißt, wenn mir eine Funktion fehlt, kann ich die, ich weiß, als Entwickler einfach hinzufügen. Ja, dann erweitere ich das Rezept einfach ein bisschen. Und ich darf dann die Änderung in der Regel auch unter bestimmten Bedingungen wieder weitergeben. So, ihr merkt, da gibt es ganz viele Parallelen zur OER-Welt. Von daher glaube ich, ist es schon gut, wenn man offene Software auch benutzt für OER. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar Kriterien, die gehören dazu. Das heißt, offener Quelltext ist sowas wie eine notwendige Bedingung, aber noch keine hinreichende. Da kommen noch ein paar andere Bedingungen dazu. Zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel? Ich habe mir einfach ein paar rausgepickt, die mir eingefallen sind. Und wenn ihr Lust habt, diskutiert die doch und ergänzt vor allem die Liste, denn die ist nicht vollständig. So, ich habe mir rausgesucht offene Standards, die erfüllt werden müssen oder benutzt werden müssen. Zum einen von der Software selber, dass das nicht irgendwie so komplex ist, dass man das nur auf einem ganz kleinen bestimmten System laufen lassen kann. Und was die Software macht letztlich, also zum Beispiel, wenn Dateiformate irgendwo rausfallen sollen, dass es auch Dateiformate sind, die von anderen Softwareprodukten genutzt werden können, damit man dem nicht festgenagelt wird auf diese eine Software, auch wenn deren Quelltext vielleicht offen ist. Dann ein anderer wichtiger Punkt, der für mich bei Software für OER dazugehört, das ist die Berücksichtigung der Barrierefreiheit. Denn es gibt ja Menschen, die haben Beeinträchtigungen, das heißt, die können schlecht oder gar nicht hören, schlecht oder gar nicht sehen oder sind motorisch irgendwie eingeschränkt. Und auch die sollen die Software bedienen können, das heißt, das sollte auch das Programm mitbringen, jenseits vom Quelltext. Also Barrierefreiheit gehört für mich auch noch dazu, wenn es Software für OER sein soll. Dann braucht man bestimmt mal Unterstützung, nämlich als AnwenderIn. Das heißt, das kann eine Software so leisten, indem sie sehr bedienerfreundlich ist, sehr einfach zu bedienen und indem es vielleicht Tutorials drumherum gibt, die ich mir abrufen kann und anschauen kann. Und Unterstützung gibt es aber hoffentlich auch für EntwicklerInnen. Das heißt, es ist nicht nur so, weil der Quelltext verfügbar ist, dass ich da sofort anfangen kann und was dazu baue. Quelltext kann nämlich sehr lang sein und sehr komplex und sehr kompliziert. Und wenn der nicht dokumentiert ist, eben jenseits von Kommentaren im Quelltext, sondern wenn grundsätzlich mal beschrieben ist, unsere Software macht das aus den Gründen und so ist sie aufgebaut, dann komme ich da auch nicht weiter als Entwickler. Das heißt, Entwicklerdokumentation und vielleicht sogar noch Support muss auch noch dazu kommen. Und dann ist die Frage, wer macht das? Klar, einerseits das Entwicklerteam, hoffentlich, denn die kennen sich ja gut mit der Software aus, denn die haben sie programmiert, die wissen, was geht, was nicht geht, warum etwas nicht geht und können das auch erklären. Und idealerweise ist aber noch eine Community drumherum, die auch helfen kann. Das heißt, die Software ist nicht nur kostenlos, sondern ich kann damit machen, was ich will. Sondern wenn ich Probleme habe, dann gibt es da auch noch möglichst viele Leute, die kann ich fragen. Da gibt es vielleicht extra Foren, die eingerichtet werden, wo man sich dazu austauschen kann. Das gehört für mich auch dazu. Und ein letzter Punkt wäre für mich die Steuerbarkeit der Entwicklung. Und damit meine ich gar nicht, dass ProgrammiererInnen da eine Funktion ergänzen können und die dann den offiziellen Quelltext mit aufnehmen lassen. Sondern dass man grundsätzlich die Möglichkeit hat zu sagen, hey, die Welt entwickelt sich gerade in die und die Richtung und diese Software sollte auf lange Sicht das und das können und ich kann da irgendwo mitbestimmen, in welche Richtung das geht. Das kommt für mich auch noch dazu. Das heißt, nur weil der Quelltext verfügbar ist, ist das für mich noch nicht automatisch besser für OER, sondern
Hinreichend kommen halt noch diese anderen Sachen dazu, die ich genannt habe. Offene Standards, Barrierefreiheit, Unterstützung für bestimmte Gruppen, Unterstützung durch bestimmte Gruppen und die Steuerbarkeit der Entwicklung. Und ich freue mich, wenn ich euch dazu angeregt habe, darüber nachzudenken und mit anderen zu diskutieren.